Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA-Part. Ja, heute gegen Hoffenheim. Ich muss zugeben, ich habe das eben schon mal aufgenommen. Ich habe das Spiel beendet, weil es ist also... Ach, EA ist wieder an Lächerlichkeit halt überhaupt nicht zu überbieten und da habe ich auch langsam keinen Bock mehr drauf. Also ich habe gerade schon gesagt gehabt, dass ich, ja, das Spiel werde ich auf jeden Fall nur noch die Saison zocken, dann werde ich wahrscheinlich aufhören, weil ich sehe da ehrlich gesagt keinen Sinn drin. Also das ist so eine geskriptete Scheiße, also ohne Witz. Ich werde mal gucken, wie ich das mache. Ich habe den Part halt gerade aufgenommen, den habe ich da mittendrin beendet. Ich sage euch auch gleich, warum. Ich bin am überlegen, ob ich den vielleicht irgendwie hochlade. Falls ja, dann seht ihr irgendwie einen Link in der Beschreibung zu dem Part oder so, dann könnt ihr euch das mal angucken. Also, wisst ihr, der DFB Pokal ist mir halt scheißegal. Ob ich hier weiterkomme oder nicht, das ist egal. Das Wichtigste für mich ist eigentlich aufzusteigen, weil ich halt mit Lotte in Liga 1 wollte. So, ne? Der DFB-Pokal ist mit dem Kader sowieso nicht zu holen. Also spätestens Bayern würde uns im Finale wahrscheinlich sowieso weghauen. So. Und ob wir jetzt dann bis dahin zocken oder uns auf die Liga konzentrieren, ist mir halt egal. Was mir aber nicht egal ist, ist die Tatsache, dass das Spiel einfach gescriptete Scheiße ist. Ja, also... Gegen Hoffenheim habe ich nach 16 Minuten 2-0 hinten gelegen. Die haben zwei Angriffe in diesem Spiel gehabt, beziehungsweise... Ja doch, zwei Angriffe... Ja, zwei oder drei... Ich glaube, die haben drei Angriffe in dem Spiel gehabt bis dahin. Der erste ging direkt rein. Ich hatte nicht einmal die Möglichkeit, an den Ball überhaupt zu kommen. Ja, die haben direkt komplett durchgespielt, quasi One-Touch-Fußball. Ja, meine Spieler haben richtig schlecht verteidigt, sind überhaupt nicht zum Mann gegangen, haben nichts gemacht, zack, 1-0. Nach irgendwie 2 Minuten 55 auf der Uhr. So, dann in der 16. Minute genau das Gleiche. Der greift an, perfekt durchgespielt, überhaupt keine Chance, an den Ball zu kommen. Zack, 2-0. Dann halt noch... Ein Lattenschuss, gut, der war halt auch nicht schlecht rausgespielt, war halt da, ging der halt einfach nicht rein. Aber nicht nur, dass Hoffenheim halt Angriffe führt, die, keine Ahnung, Real Madrid würdig sind, ja, wo man überhaupt keine Chance hat, was zu verteidigen, waren sie danach plötzlich nach dem 2-0 nicht mehr so stark. Die haben zwar immer noch angegriffen und auch gute Chancen gehabt, weil ich auch irgendwann gar keinen Bock mehr hatte und... Ja, dann einfach nicht getrollt habe, aber schon einfach mal zur Grätsche oder so gegangen bin, einfach mal gucken wollte, ob ich den da erwische und dann halt war er halt durch, aber es blieb halt bei dem 2-0, aber auch meine Leute hatten überhaupt keinen Bock zu zocken und weißt du, es ist nicht schlimm, es ist nicht nur schlimm, dass EA sagt, ja, wir schenken dem Gegner jetzt erstmal zwei Tore, bevor das Spiel startet, sondern dass meine Spieler auch einfach gar nichts konnten. Also ausschlaggebend war dann dafür, dass ab der 65. Minute oder so kam überhaupt kein Pass mehr an, gar nichts. Sie konnten überhaupt nicht mehr spielen. Wirklich null. Und ja, da hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr drauf, weil das war halt einfach unrealistisch. Das eine Mal irgendwie in der 50. Minute, wir waren so in der Mitte und es waren vier Pässe hintereinander, die alle nicht zum Mann kamen, die alle richtig scheiße gespielt wurden, sodass ich dann halt auch den Ball verloren habe. Das war aber übrigens noch nicht der Grund. Also der Grund war dann, ich weiß gar nicht mehr, was war denn das? Was war denn das für ein Pass? Genau, ich wollte den durchstecken zur Seite und ja, natürlich wurde der mit einer Geschwindigkeit von, keine Ahnung, was, lol. Der wurde halt mit einer Geschwindigkeit von, keine Ahnung, 0 km/h, also der wurde nur ganz leicht gestriffen, so, weil der irgendwie noch hingefallen ist dabei. Und da habe ich mir gesagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Also, wie gesagt, der DFB-Pokal ist mir scheißegal. Also wirklich komplett Wumpe, ob ich das hier gewinne oder nicht. Aber ich möchte ein faires FIFA-Spiel haben. Und ich habe das Gefühl, manchmal skriptet der Spieler, aber halt nicht immer. Auch wenn du neu startest, macht er das manchmal macht er es nicht. Ich habe das System noch nicht so ganz verstanden, weil im Grunde macht das halt auch keinen Sinn. Aber jetzt kann ich euch, also ihr könnt ja das zum Beispiel einfach mal vergleichen, Hoffenheim spielt viel, viel schlechter als im letzten Spiel. Und so soll das eigentlich nicht laufen. Natürlich, der Ball läuft natürlich auch anders, es passiert ja nicht genau das Gleiche, das muss man natürlich dazu sagen. Aber im Grunde ist Hoffenheim hier gerade viel schwächer. Könnt ihr einfach mal vergleichen, ich denke, ich lade das einfach auf nicht gelistet hoch, packe das einfach in die Beschreibung. Und ja, wie gesagt, also mir macht das so, ehrlich gesagt, überhaupt keinen Spaß. Ja, ich will ein faires Fußballspiel, ich gebe nicht 60 Euro für ein Spiel auf, wo ich dann halt einfach gar keine Chance habe zu gewinnen. Das ist mir halt einfach zu lächerlich, ja, und keine Ahnung, Hoffenheim soll natürlich auch eine gute Mannschaft sein, die sind in der ersten Liga, die spielen wahrscheinlich auch um die internationalen Plätze, keine Frage, aber, ja, so zu verlieren, dass man also wirklich glasklar erkennt, dass das gescriptet ist, damit ich gar keine Chance habe zu gewinnen, da habe ich halt, ja, langsam keine Lust mehr drauf, um ehrlich zu sein. Aus dem Grund werde ich wahrscheinlich auch nur die Liga fertig spielen und dann aufhören, weil in der ersten Liga sind die Mannschaften sowieso... viel besser, also ich sag mal, mit unserem Kader, den wir jetzt haben, können wir da halt überhaupt nicht bestehen. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass wenn ein Spiel gescriptet ist, wir also da wahrscheinlich irgendwie 6-0 untergehen werden und ja, das brauche ich mir dann ehrlich gesagt nicht antun. Sollten wir nicht aufsteigen, werde ich mal gucken, weil Liga 2 läuft ja eigentlich ganz gut, muss man sagen. Kann man sich auf jeden Fall geben.
So, bisher, also so viel auf jeden Fall dazu. Ne? So, bisher läuft das Spiel auf jeden Fall ganz gut. Wir führen durch diesen einen abgefälschten Ball da. Komischerweise kommen jetzt auch, ja gut, der Pass war scheiße, aber komischerweise kommen jetzt die Bälle halt auch an. Also Lotte spielt halt vernünftig. Hoffenheim ist nicht zu overpowered oder so, dass sie direkt ohne Möglichkeiten, dass du den Ball bekommst, irgendwie durchlaufen oder so. Ja, komisch auf jeden Fall. Ne? Das ist eigentlich schon so das perfekte Gegenargument dafür, dass es gescriptet war, weil Hoffenheim einfach jetzt halb so gut ist und meine Mannschaft einfach doppelt so gut. Das ist also ziemlich lächerlich auf jeden Fall. Für mich ist das damit eigentlich schon bewiesen, dass die Ada auf jeden Fall Hoffenheim erstmal zwei Tore schießen wollte. Danach war das Spiel sogar relativ ausgeglichen, muss man sagen. Aber mal gucken. Also wie gesagt, der DFB-Pokal ist mir jetzt eh nicht so wichtig. Also ich spiele das hier einfach chillig runter. Gibt natürlich Preisgeld, aber wir haben ja eigentlich sowieso noch dieses Geld von ja, von diesem einen Sponsor da, damit wir hier nicht rausfliegen in der dritten Liga. Sind wir ja mehr... Ich weiß nicht, ob wir fast unseren Trainerposten verloren haben. Es war ja aber irgendwie bei 50 oder so. Weiß jetzt nicht. Ich bin halt noch nie rausgeflogen, deswegen weiß ich nicht, wann das passiert. Aber ja, so kann man das auf jeden Fall hier anbieten. Wollen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht den einen oder anderen Akzent noch setzen und hier auch nicht den Ausgleich kassieren. Das wäre auf jeden Fall schon mal von Vorteil. Ja... Sehr schön. So will ich das sehen. Guck, das ist Einsatz. Das haben die im letzten Spiel, haben die sowas halt überhaupt nicht gemacht. Komischerweise machen sie es jetzt. Der Ball war auch richtig scheiße. Also sowas hat Hoffenheim im letzten Spiel auch nicht gespielt. Es ist auffällig. Sorry, ich will eigentlich nicht weiter darüber reden, aber es ist doch schon ziemlich auffällig, finde ich, dass Hoffenheim in diesem Spiel einfach komplett nicht so gut ist. Und im letzten Spiel hauen die mich einfach easy 2-0 weg. Nach 10 oder 15 Minuten. Also... Ja, erklärt mir das, Leute. Ihr verteidigt ja mal FIFA, aber ich würde da gerne mal Gegenargumente haben. Warum FIFA... die erst dich so weghaut und dann, obwohl es ist genau das gleiche Team so, ja, auch wenn man nicht gleich verteidigt, waren die halt einfach viel stärker, die hatten viel, viel bessere Möglichkeiten, also vergleicht einfach mal die 38. Minute, der hätte Hoffenheim 4-0 führen können oder so und jetzt, eigentlich haben die noch keine 100%ige Torchance gehabt, so, das ist schon ziemlich auffällig, meiner Meinung nach, ne, aber naja, so, gucken wir mal, was heute geht, Aufstellung habe ich ja im letzten Spiel schon gemacht, ist natürlich immer bitter, wenn man in der Woche spielt, weil, ja, oh mein Gott. Nein, er läuft zu weit. Die Kondition der Spieler ist dadurch immer noch ein bisschen runter. Das heißt, wir konnten heute nicht mit unserer ersten Elf spielen, sondern ja, müssen halt schon so ein bisschen auch die Leute wechseln. Oh, nicht Rosinger, bitte. Okay, das war auch richtig schlecht verteidigt von mir gerade, aber zum Glück spielt er erstmal hinten rum. Ja, wie gesagt, wir haben auf jeden Fall Zeit jetzt, können hier das 1-0 ruhig über die Bühne bringen. 2-0 würde uns natürlich... Da habe ich halt überhaupt nicht hingedrückt. Da, der Krause steht in der Mitte komplett frei, hat 30 Meter und das Spiel denkt sich so, nee, der rennt da gerade direkt in die Deckung der Gegner rein. Passt dem mal an, das ist besser. Das ist halt auch so eine Sache, warum FIFA überhaupt keinen Spaß macht und warum ich das Spiel auch... Das ist halt auch ein Grund, warum hier wirklich nicht aktiv FIFA-Parts kommen. Weil ich habe es halt so, einmal alle 2-3 Wochen habe ich mal so richtig Bock auf FIFA, wie zum Beispiel jetzt. Ich habe vor 2 Wochen aufgenommen, jetzt denke ich mir so, ja, kann man eigentlich mal wieder machen so. Ist halt chillig. Und nach 1-2 Runden merkst du halt direkt, wie schlecht dieses Spiel eigentlich programmiert ist. Und dann hast du halt keine Lust weiterzuzocken, ne? Weil ich sehe da halt keinen Sinn drin. Ich will ein Spiel haben, was gut programmiert ist, wo die Bälle dahin kommen, wo du sie haben möchtest. Und ja, das bietet FIFA halt einfach nicht. Deswegen nehme ich heute wahrscheinlich auch wieder 2-3 Parts auf und dann müsst ihr halt wieder 2 Wochen warten. Es tut mir halt auch leid, aber keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich auch FIFA 19 dann gar nicht mehr spielen, außer die ändern jetzt das Spiel wirklich krass, dass es halt auch mal so ist, wie es halt sein soll. Weil, ja, sonst werde ich mir das wahrscheinlich auch gar nicht kaufen, weil es lohnt sich halt für mich auch nicht, weil ich das wirklich... so gut wie gar nicht spiele, weil ich da halt auch gar keinen Sinn sehe, das Spiel zu zocken. Ja, na schade, den rennt uns aus, haben wir Glück gehabt. So, aber solange wir zocken, müssen wir natürlich schauen. In der Liga sind wir übrigens gerade, glaube ich, sogar Dritter oder so, habe ich, glaube ich, vorhin gesehen, gehabt. Weil bei uns stand, glaube ich, eine 3, wogegen Hoffenheim war. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt die Platzierung der Liga war. Aber zumindest die Liga läuft natürlich ganz gut, das muss man zugeben. Oh, das war richtig schlecht verteidigt. Jetzt kann er hier nicht frei aufs Tor laufen und da haben wir ihn auch schon wieder. Ja, also den Hoffenheimern rennt natürlich gerade so ein bisschen die Zeit davon. Das muss man natürlich sagen, sehr schöner Ball. Oh mein Gott, ich werde den sowas von nicht machen. Ich mache ihn. Ganz locker, flockig, von 16 Meter direkt draufgezogen. Ja, dann sieht das auf jeden Fall gerade mal nicht so schlecht aus. Aber wie gesagt, wenn FIFA möchte, dass sie weiterkommen, dann kommen die halt auch weiter. Ah, da kann ich gerade nicht rangehen. Puh.
Ja, da hätte irgendwie grätschen die halt nicht so richtig, habe ich das Gefühl. So, da in der Mitte Rosinger. Ja gut, war klar, dass er nicht. Gott, das verstehe ich halt auch nicht. Du passt halt zu dem Spieler, aber der passt trotzdem so ein bisschen in den Lauf. Passt doch dahin, wo der steht, wo der Ball dann auch hingehen soll. So, du kannst diese Person nicht anspielen. Egal wie du passt, der Ball landet da so oder so beim Gegner. Und das soll eigentlich nicht so sein, meiner Meinung nach. Aber naja, kann man nichts machen. 59. Minute, 2-1. Ah, okay. Aber sie sind auf jeden Fall drauf und dran, hier das 2-1 zu machen. Sagen wir es so, das gibt, glaube ich, eine Ecke jetzt. Da können wir. Ja, komm, Horn kann auf jeden Fall mal raus. Ich meine, mit dem 2-0, da können wir jetzt auch mal hier uns einen Wechsel erlauben. Ich denke, ich werde so in der 75., 70., 65., 70. Minute werde ich dann nochmal einen anderen Spieler reinbringen. Hier unseren ZDM-Putze oder wie der heißt. Der kann auf jeden Fall auch noch was dazu beitragen. Schade, ich dachte, der geht vielleicht durch, aber. Natürlich nicht. Also nicht, dass das jetzt total unrealistisch wäre. Es ist normal, dass er bald abgeblockt wird. Aber es wäre halt cool gewesen, wenn das passiert wäre. Ja, gerade hat Hoffenheim auf jeden Fall seine starken 5 Minuten. Einfach erstmal weg. Jeder Ball, der weg ist, gibt uns halt ein, zwei Minuten, bis der wieder im Strafraum ist. Und ja, die Zeit brauchen wir halt einfach. Ja. Ja, warum auch immer Osterhellweg da nicht richtig deckt. Also wenn er nach hinten kommt und halt an dem Spieler oder in der Nähe von dem Spieler steht, dann kann er den auch decken, anstatt da hinten so rumzustehen. Ja. Ja, also Rosinger macht auf jeden Fall bisher nice Laufwege, das muss man sagen. Bisschen auf Zeit spielen, kann man ja auch mal machen. Ja, und dann Flanken brauchen wir eigentlich nicht mehr zu schlagen. Also es ist halt jetzt mal Real Talk. Also ich habe echt das Gefühl, dass die Flanken wirklich nie ankommen. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal überhaupt so ein Flanken- oder Eckballtor gemacht haben. Also was das angeht, bin ich wirklich mega ungefährlich. Ich bin auch sehr unerfahren darin. Also ich weiß gar nicht, wie man die Flanken dann am besten so macht, dass die reingehen. Das müsste jetzt aber eine Ecke geben, glaube ich. Ja, genau. Putze für Krause. Perfekt. Das war tatsächlich Real Talk, der Wechsel, den ich halt echt machen wollte. So, zack. Ja, komme ich da durch? Nee, kann ich mich nicht durchsetzen. Also in 15 Minuten kann man natürlich noch zwei Tore kassieren, so ist es nicht. Also gerade bei Hoffenheim kommt drauf an, was die EA jetzt möchte, die mir jetzt mal das weiterkommen lassen. Also sagen wir, wir fliegen dann halt eh in der nächsten Runde raus. Also im Grunde ist es halt eh egal. Und ich meine, das Preisgeld ist mir halt auch ziemlich egal, weil, ja, was, wir spielen sowieso nicht, oder ich spiele so generell nicht so auf Transfers. Ja, bin halt wirklich eher einer, der ja auf die eigene Jugend setzt. Ja, also ich bin echt so ein Jugendtyp. Also das merkt ihr ja schon, ne? Wir haben jetzt ja schon 4 Leute da in der Startaufstellung. Muss man natürlich gucken, ein bisschen doof ist, dass du die Spieler halt nicht zum Beispiel in die zweite Mannschaft oder sowas schicken kannst, weil auch Lotte wird eine zweite Mannschaft haben. Und du kannst die Spieler halt irgendwie verleihen, aber. Ja, schade. Na wohl doch, wir haben ihn sogar. Sehr schön gespielt. Genauso, nicht anders. Perfekt in die Füße. Kann man mal so anbieten. Sehr schöner Ball, auch direkt in die Füße des Gegners. Es sind jetzt schon 2 Pässe in einer Minute, die halt perfekt zum Gegner kamen. Also ich meine, jetzt gerade geht es halt auf jeden Fall generell noch. Ne? Wir führen ja und wir haben jetzt auch keinen Druck hier, aber wenn die jetzt natürlich das 2-1 machen, wird das nochmal eine echt spannende Phase. Das muss man sagen. Aber nochmal abgeblockt, hier zumindest zur Ecke geklärt. Bin ich mal gespannt. So, wir stellen uns hier nochmal mit an den Fünfer. Okay, der ist erstmal weg. Wird Einwurf. Ne, kriegt er noch locker. Ja, Leute, raus, raus, raus. Ey, Junge, das machen wir selbst in der Kreisklasse. Und die bleiben alle im 16er stehen. Warum? Lass die doch im Abseits stehen. Boah, das war ein sehr schöner Ball. Okay, jetzt einfach weit nach vorne. Wir können die schon einfach easy weghauen. Also, wir haben noch 6 Minuten plus Nachspielzeit. Wenn wir den jetzt nochmal hier wegköpfen können. Na, wir kriegen auf jeden Fall nochmal ein bisschen Zeit. Vielleicht kriegen wir ihn sogar. Ne, natürlich nicht. Also, es ist ja klar, dass wir hier den Kopfball nicht kriegen. Es ist ja. Wäre auch fair, wenn wir es mal schaffen würden. Ja gut, 2-1. Oh lol. Okay, was war das denn gerade? Ich verstehe das nicht. Sowas machen die sonst auch nicht. Also zumindest in den anderen Spielen haben die sowas nie gemacht. Und jetzt plötzlich spielt Hoffenheim halt einfach komplett anders. Also sie sind einfach viel schlechter. Das kann man richtig gut vergleichen, finde ich jetzt. Der dritte Ball, der direkt zu den Gegner ging.
Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Ich habe echt das Gefühl, FIFA hat irgendwie so eine Chance drin, sage ich mal, dass du hier nicht weiterkommst von, sagen wir, vielleicht 50% oder so. Und manchmal ist es dann halt gescriptet und wenn du halt neu startest, kommt diese Chance halt manchmal nicht zu tragen. Ich verstehe es wirklich nicht. Weil es ist also wirklich ein Klassenunterschied. Das ist nicht das gleiche Hoffenheim. Und ich spiele auch nicht sonderlich besser, ja. Also ich habe hier überhaupt nicht gut gespielt. Ja, Rosinger, schade. Ja gut, jetzt sind wir halt sowieso weiter, weil selbst wenn die jetzt noch einen Angriff haben, dann haben wir halt einfach Anstoß und hauen den dann halt einfach weg. Außerdem spielen die halt sogar ziemlich defensiv, das muss man auch dazu sagen. Ja gut, wenigstens gewonnen, das ist schon mal ganz nice. Ja, freuen kann ich mich drüber nicht, weil es einfach ein Scheißsieg ist. Ja, aber kann man auf jeden Fall nicht viel gegen machen. Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir uns im nächsten Part von FIFA, meine Freunde. Wir ja, können auf jeden Fall erstmal Training machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich abbreche. Ja, toll, kann ich gar nicht. GG. So, dann gucken wir jetzt mal hier die Transfers an. Geendeter Spieltermin. Lotte, neuer Termin, 2 Tage. Okay, wurde sogar vorgepackt. Preisgeld 310.000 Euro. Spieler verletzt, das wissen wir. Florian Weber. Ja, den wollten wir ja. Michael vom Dings. Gut, das wissen wir alles. Oh, hier ist nochmal Post. Was haben wir denn jetzt nicht gesehen? Nochmal von Spielern oder was? Achso, der hier. Danke, Chef. Ja, ist auf jeden Fall nice. Dann freut mich auf jeden Fall, dass er sich freut. So, dann mal die Ausstellung hier machen. Jetzt müssen wir mal schauen. Also Weber natürlich. Rechte Seite. Es ist halt, es ist doof. Irgendwie, ich will die Spieler immer drin haben, aber es geht halt einfach nicht. So, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann für einen von unseren Mittelfeldleuten. Robert durfte auf jeden Fall. Oh, warte, wir sind ja noch gar nicht fertig mit der Ausstellung. Machen wir die am besten erstmal. Na, der hat noch genug. Hier packen wir den raus fürs Trade. Ja, Rosinger will ich eigentlich drin lassen, um ehrlich zu sein. Ja, machen wir erstmal so. Wir brauchen noch irgendwas in der Mitte, irgendein ZOM oder so. Ja, Hoba, sogar tatsächlich. Für Krause. Krause bleibt mal ein Spiel komplett draußen. Nehmen wir den hier mit. Ja, es ist halt immer scheiße, deswegen will ich eigentlich auch im DFB-Pokal gar nicht weiterkommen, weil wie gesagt, du weißt halt eh, dass du nicht gewinnst. Und unser Problem daran ist halt einfach, dass die Spieler danach halt nicht spielen können oder nicht gut spielen können, sage ich mal. Also ich muss hier wirklich schon so eine, ja, fast, also nicht unbedingt B11 in dem Sinne, weil so viel Unterschied ist da nicht, aber es sind halt schon die schlechteren Spieler und wir können halt nicht mal alle auswechseln, weil wie gesagt, ich habe sehr viele Spieler verkauft, weil darauf spiele ich halt nicht. Ich spiele halt echt nie auf den DFB-Pokal, mir geht es halt echt nur um die Liga. Vor allem nicht jetzt. Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir uns im nächsten Part, meine Freunde. Wenn wir uns das so angucken, mit einem Sieg können wir bereits auf den zweiten aufschließen. Überholen können wir die durch die Tordifferenz nicht, außer wir gewinnen 8-0 oder so. Aber das glaube ich jetzt einfach mal nicht. Gegen Bielefeld, die sind, das kann man glaube ich gar nicht sehen. Doch, kann man sehen, die sind. Hä, wo sind die denn? Ach da, 14. Ja, gegen solche Mannschaften tun wir uns meistens schwerer. Bis dahin, meine Freunde. Okay, thanks, bye.